auf die Bühne holen. Ja, vielen, vielen Dank für dieses warme Willkommen. Das ist sehr schön, gerade an diesem Sonntag. Ja, ich weiß nicht, die meisten von euch werden mich kennen, aber ihr wisst jetzt sicherlich nicht so viel über mein Leben. Deswegen gibt es hier noch ein paar Geheimnisse. Und ich habe nämlich 3 Jobs. Ich bin im Vaterhaus, die Gemeinde, die ich leite, auch angestellt. Und darüber hinaus bin ich noch ein Kleinunternehmer. Ich habe nämlich einen Camper bzw. 2 Camper ausgebaut und ich vermiete die. Also, falls ihr Interesse habt, kommt auf mich zu. Sonderpreise sind möglich. Und zum dritten arbeite ich noch beim Nehemia-Team, das ja hier aus Fürth auch kommt. Und da ist mein Job hauptsächlich in der Leitung eines wöchentlichen Kontaktcafés für Geflüchtete. Jeden Mittwoch abends am Hasenburg treffen sich 20 bis 30 geflüchtete Menschen, hauptsächlich aus Syrien, Iran, Sudan. Und ich liebe es, mit diesen Menschen zu arbeiten. Und ich weiß von den Gesprächen her, dass ihr großes Ziel ist, bei den meisten zumindest, dass sie in Deutschland bleiben. Und das große Ziel ist, irgendwann mal diesen deutschen Pass in der Hand zu haben. Aber dieser Antrag auf Einbürgerung, damit du den deutschen Pass bekommst, ist gar nicht so einfach. Die Hürden sind da echt hoch. Von Sprachkenntnissen und anderen Qualifikationen. Du musst dich auch ganz deutlich, habe ich erst gelernt, wirklich äußern, dass du keine antisemitische Gesinnung hast. Richtig krass. Und beim Asylantrag, ja, das ist ja der erste Schritt, ist es auch so, du musst bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dass du diesen Antrag bewilligt bekommst. Wenn du das nicht erfüllst, wenn du nicht diese Voraussetzungen erfüllst, dann bekommst du etwas, was eine Duldung ist. Vielleicht können wir die Folie da auch sehen. Eine Duldung. Die bekommst du dann, wenn du die Voraussetzungen nicht erfüllst, aber du kommst aus einem gefährlichen Herkunftsland, wie zum Beispiel Afghanistan. Dann kann es aber sein, dass irgendwann eines Nachts die Polizei vor deiner Tür steht und sagt, jetzt ist soweit, du wirst abgeschoben. Ich kenne etliche Menschen, die diesen Duldungsstatus haben und die schlafen nicht mehr gut, die sind depressiv, die sind voller Ängste. Und ich hatte einen Freund, der hat, glaube ich, 3 oder 4 Jahre in diesem Duldungsstatus hier in Deutschland verbracht und er wurde wirklich psychisch krank. Und ihr könnt euch vorstellen, was für eine Freude das war, als er eines Tages zu mir kam und sagt, stell dir vor und hält mir das Paper unter die Nase. Ich habe den Asylantrag bewilligt bekommen. Ich bin hier sicher. Ihr fragt euch vielleicht, was hat das mit unserem Epheserbrief zu tun? Wir werden das gleich sehen. Bevor ich nämlich in das dritte Kapitel reingehe, will ich mit euch nochmal die letzten Verse des 2. Kapitels anschauen. Ihr müsst euch ja auch immer vorstellen, Epheserbrief wurde ja nicht in Kapitel und Verse unterteilt. Das wurde in einem Stück geschrieben, das wurde nur später eingeführt. Da schreibt der Paulus, Vers 17 vom Kapitel 2, so ist er, Jesus, gekommen und hat euch, den Fernstehenden, die gute Nachricht vom Frieden gebracht, und den Nahestehenden ebenso, denn durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. In diesen Versen beschreibt der Paulus schon einige Aspekte seiner großen Erleuchtung, seiner großen Offenbarung, die er bekommen hat. Und im Kapitel 3 kommt er immer wieder zurück. Ja, er springt so ein bisschen hin und her. Und wir lesen da auch im Kapitel 3 von einem großen Geheimnis,
das jetzt gelüftet wurde. Und dieses große Geheimnis ist diese große Offenbarung. Und wir wollen uns nochmal vor Augen halten, um was es denn da geht. Dieses Geheimnis bedeutet, dass Juden und Nichtjuden zur Familie Gottes gehören. Es bedeutet einen freien Zugang zum Vater. Wir haben es vorhin gesungen auch. Ja, da gibt es nichts mehr, was uns davon abhalten kann und trennen kann. Und die Nationen, also die Heiden, die nichtjüdischen Völker, sind Miterben, Mitglieder in der Christusgemeinschaft und Mitteilhaber an den Verheißungen Gottes geworden. Kann man sich gut merken. Miterben, Mitglieder und Mitteilhaber. Wir sind in einen riesigen Reichtum hineingekommen. Das haut dich vielleicht nicht so vom Hocker, weil wir es vielleicht schon so gewöhnt sind oder oft gehört haben. Für den Paulus war das eine krasse Offenbarung. Der war total aus dem Häuschen. Warum war der so euphorisch? Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Über Jahrtausende gab es zwischen den Juden und Nichtjuden eine große Trennung. Das ist vergleichbar mit einer riesigen Mauer. Und diese Mauer war unüberwindbarer wie die Berliner Mauer zwischen Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Und die Juden wussten, dass sie zum auserwählten Volk Gottes gehören. Und sie wussten auch, dass die Nationen, die Heiden, keinen Anteil an diesen Segnungen, an den Zusagen Gottes und an dem Erbteil Israels hatten. Sie waren richtig ausgeschlossen. Kennst du das, dieses Gefühl, ausgeschlossen zu sein? Ja, das ist die Elite und du bist ausgeschlossen. Einzelne waren so unverschämt, das begeistert mich so auch im Alten Testament, die waren so unverschämt und haben gesagt, nee, wir glauben an den Gott Israels und wir nehmen die Segnungen auch für uns in Anspruch. Die Ruth war zum Beispiel eine, da gibt es ein ganzes Buch. Es war keine Jüdin, sie war Moabiterin, aber sie bekam Anteil durch ihren Glauben an den Segnungen Israels. Aber die große Erleuchtung für den Paulus war, in Christus wurde diese Trennmauer ein für alle Mal beseitigt. Er brachte Frieden und deswegen können Juden und Nationen und die Nationen miteinander versöhnt sein und sie können vor allem die Versöhnung mit Gott erleben. Im Epheser 2,14 steht, denn er selbst ist unser Friede. Er, der aus Juden und den Nationen eine Einheit gemacht und durch seinen Tod am Kreuz die Mauer der Feindschaft niedergebrochen hat. Diejenigen, die ein bisschen älter sind von euch, ihr erinnert euch noch, als die Mauer in Berlin fiel, oder? 1989, da habe ich geheiratet, deswegen kann ich mir das gut merken. Ich war 2 Monate verheiratet und dann fiel die Mauer. Prophetisch. Was für eine Euphorie war das, oder? Wir waren absolut begeistert. Ja? Die Mauer der Feindschaft ist gefallen. Und noch größer, historisch gesehen, und von der Bedeutung her gesehen, war das Ereignis als die Mauer der Feindschaft zwischen dem Bundesvolk Israel und den Nationen am Kreuz besiegt wurde oder niedergerissen wurde. Und wir müssen uns das vorstellen, dass nicht nur diese Trennung beseitigt wurde, sondern alle anderen Feindschaften, Trennungen und Segmentierungen hat Christus am Kreuz überwunden. Da ist die Grundlage gelegt worden. Deswegen, wenn heute das Derby ist, ja, wir wollen erwarten, dass diese Feindschaft zwischen den Clubfans und den Kräuterfans oder Förderfans, so, dass die beseitigt wird. Hey, lass uns doch einen kurzen Moment nehmen und dafür beten. Ja? Herr, wir beten jetzt auch für dieses Spiel heute Nachmittag und wir kommen an, auch gegen alle Gewalten und Mächte, die versuchen, ihr Hass und Zwietracht und Gewalt, verbale Gewalt, physische Gewalt hineinzubringen. Wir rufen deinen Frieden aus. Du hast Frieden geschaffen durch deinen Tod am Kreuz. Und das nehmen wir in Anspruch. Und als Bürger deines Königreichs proklamieren wir Versöhnung und Friede, dass dieses Spiel heute Nachmittag anders verläuft wie sonst. Herr, wir beten, dass du ein Wunder tust. In dem Namen Jesu Christi. Amen. In Christus wurden auch
wurde auch der Geschlechterkrieg zwischen Mann und Frau überwunden, beseitigt. Auch alle sozialen Trennungen wurden überwunden, zwischen reich und arm, gebildet, ungebildet. Wir haben ja so viele sozialen Schichten. In Christus gibt es das nicht mehr. Und vor allem auch die ethnischen Abgrenzungen und Ausgrenzungen verlieren an Kraft. Und das bewegt mich gerade sehr, wenn ich an die Kirche der Zukunft denke. Eines der letzten Interviews, die Tim Keller gegeben hat, Tim Keller war ein bekannter Pastor und Theologe aus den USA, ist letztes Jahr gestorben. Und eines seiner letzten Interviews, die er gegeben hat, hat er über die Zukunft der Kirche gesprochen. Und ein Satz hat sich bei mir sehr stark eingeprägt. Er hat gesagt, the church of the future will be a multi-ethnic church. Die Kirche der Zukunft wird eine multiethnische Kirche sein. Nicht weiß-dominant oder schwarz-dominant, sondern alle ethnischen Gruppierungen, auch die Kulturen, kommen zusammen und bilden ab, was wir schon im Himmel sehen, nämlich, dass es da alle Völker gibt, alle Nationen, die das Lamm anbeten werden. Und wir sollen hier auf dieser Erde ein Vorgeschmack schon sein. Und wisst ihr, das ist gerade jetzt so wichtig, dass wir darüber nachdenken, dass wir beten, auch ihr als Chapel, ich weiß nicht, wie viele Nationen ihr vertreten habt, dass wir wirklich hier etwas entgegensetzen, was gerade so an Trennung und Polarisierung weltweit passiert. The Church of the Future will be a multi-ethnic church. Und nur in Christus können auch nationale rassistische Feindschaften besiegt werden, beseitigt werden und Versöhnung wird möglich. Auch zwischen Juden und Palästinensern. Nur in Christus wird es geschehen. Nicht der Krieg wird die Lösung sein. Der Hass wird weiterbleiben, wird vielleicht noch mehr geschürt werden. Auch keine politischen Lösungen, sondern in Christus. Und ich hatte das Vorrecht, so einen Versöhnungsdienst kennenzulernen. Habe gesehen, wie palästinensische Jesus-Nachfolger und messianische Juden sich versöhnt haben. Und das ist so, so kostbar. Und dieses Zeugnis ist extrem stark. Paulus schreibt weiter. Jetzt kommen wir in Kapitel 3. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Als Paulus gerade so diese herrlichen Wahrheiten aufschrieb, ja, diese Offenbarung, diese Einsicht, die er bekommen hat, da wollte er am liebsten schon gleich auf die Knie gehen und Gott anbeten. Das ist so herrlich, das ist so gewaltig, das ist so unglaublich. Diesen Reichtum, den wir in Christus haben. Und dass die Nationen da Anteil bekommen, das hat sein Denken gesprengt. Und Lobpreis ist seine erste Reaktion, Anbetung. Dieser Papa im Himmel, der so gewaltig ist, so herrlich, so voller Weisheit und Einsicht. Aber dann auch war seine zweite Reaktion, dass er sich senden lässt in den Dienst an die Nationen. Der Paulus war mal ein richtig stolzer Jude. Er wusste, dass er zum auserwählten Volk gehört. Und dann ist ihm Jesus auf dem Weg nach Damaskus, als er Jesus Nachfolger ins Gefängnis werfen wollte, Christus begegnet. Und in dieser Begegnung wurde er ein neuer Mann, aber er bekam auch eine neue Berufung. Jesus sandte ihn zu den Nationen, zu den Völkern, die von den Juden abgelehnt wurden. Auch von ihm. Das waren die Ungläubigen, die Götzendiener. Und in den Augen der Juden waren sie nicht so viel wert. Aber Paulus bekam von Christus eine Liebe und er fing an, diesen Menschen zu dienen und sie zu lieben. Und dieser Dienst in den Nationen hat ihm nicht nur Freunde gemacht, sondern viele Feinde. Vor allem leider aus den eigenen Volksgenossen, ganz viele. Ich meine, wenn man sich das so vor Augen führt, in Apostelgeschichte 22 steht es, dass er vor den jüdischen Leuten einmal seine Bekehrungsgeschichte erzählt hat. Man könnte sagen, er hat sein Zeugnis erzählt, wie er Christus begegnet ist. Und als er den Satz aussprach, und dann hat der Herr mich berufen, zu den Nationen zu gehen, da sind die ausgetickert. Die haben rumgeschrien, die haben Staub in die Luft geworfen, gesagt, weg mit ihm,
Dieser Mann muss getötet werden. Bring ihn um, der darf nicht mehr leben. Hey, geht's noch? Genau wegen diesem Dienst der Versöhnung wurde er mehrmals mit dem Tod bedroht und ist letztendlich auch im Gefängnis gelandet. Ich glaube, dass das eine wichtige Botschaft ist für uns heute, gerade in diesen stark polarisierenden Zeiten. Wir erleben das fast täglich in den Medien, Abgrenzungen, Ausgrenzungen, diese enormen Spannungen, die wir in dieser Welt erleben. Ich kann mich nicht erinnern, wann das schon mal so war, ja, so wirklich allumfassend. Wir erleben das politisch, ethnisch, soziologisch, auch geistlich, auch in den Gemeinden. Ja, Corona-Pandemie ist noch nicht so lange her. Was gab es da für Trennungen und Spaltungen in den Gemeinden? Ich habe jemanden kennengelernt aus den neuen Bundesländern und er hat gesagt, ganz viele Gemeinden dort haben Spaltung erlebt wegen dieser Impfthematik und wegen den Corona-Maßnahmen. Auch bei uns, in unserer Gemeinde auch, sind etliche gegangen, weil sie nicht einverstanden waren mit dem Weg, den wir eingeschlagen haben. Ist doch krass, es gibt so viel Anlass für Trennung, für Spaltung. Wir grenzen uns ab in den verschiedenen Meinungsblasen und greifen uns gegenseitig an. Bist du für Trump oder für die Harris? In Amerika geht gerade ein Riesenriss durch die Nation. Das ist unglaublich. Bist du für Putin oder Zelensky? Bist du für die Palästinenser oder für Israel? In unserem Kontaktcafé, war sehr spannend, kamen jetzt einige Palästinenser aus dem Gazastreifen zu Besuch. Und für einige unserer Mitarbeiter war das echt eine Herausforderung. Und wir haben gesagt, wir lieben sie und wir sprechen über Versöhnung. Wir lassen uns nicht auf eine politische Diskussion ein, sondern wir sind aus einem anderen Lager. Wir sind aus dem Lager der Versöhner. Und wir bringen die Botschaft der Versöhnung. Wir brauchen heute mehr denn je geisterfüllte Brückenbauer, so nenne ich die. Menschen, die diesem Lager der Versöhner angehören. Ihre Mission ist, Frieden in Christus, in Wort und Tat zu verkünden. Und die Botschaft ist die gleiche wie die von Paulus. Christus hat die feindlichen Trennungen überwunden. Das ist die Realität. Und darauf bauen wir und darauf stehen wir uns, trotz aller Spannungen. Es ist möglich, dass wir uns versöhnen können, wenn wir versöhnt sind mit Gott. Und wisst ihr, der Teufel hasst es so sehr. Das wird mir immer deutlicher. Der Teufel hasst echte Einheit und er hasst Versöhnung. Und deswegen kämpft er dagegen. Deswegen haben wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir kommen ja später noch im Epheser 6 da drauf. Ja. Das ist eine andere Dimension von Kampf, in der wir uns da bewegen. Der Paulus wurde dafür ins Gefängnis geworfen. Aber mir gefällt es so gut, er ist nicht so in der Opfermentalität, ach ich armer Kerl und so, was haben sie mir alles angetan, sondern er ist relativ entspannt und sagt, hey, das wird mir zum Besten dienen. Und deswegen sagt er auch nicht, dass er ein Gefangener Roms wäre, sondern ich bin ein Gefangener Christi. Er weiß, es wird zum Besten dienen. Und deswegen schreibt er dann auch an die Gemeinde in Ephesus, lasst, im Epheser 3, Vers 13, lasst euch von meinem Leiden nicht entmutigen. Die Botschaft des Neuen Testamentes ist sehr klar. Hör gut zu. Jeder Jesus-Nachfolger, wirklich jeder Jesus-Nachfolger, wird Zeiten des Leids erleben. Es ist so. Das wünschen wir uns nicht, aber es ist so. Ganz unterschiedliche Formen und Ausprägungen hat dieses Leid. Es kann Verfolgung sein, ja. Wir sind auch in Zeiten, wo das schon deutlicher wird, der Gegenwind wird stärker. Es kann aber auch sein, dass wir irgendwelche Unfälle erleben, ja, die wir aus nicht erklärbaren Gründen irgendwie durchleiten müssen, dass wir krank werden oder dass wir Katastrophen erleben. Interessant ist, dass Jesus seine Nachfolger nicht da rausnimmt, sondern er lässt uns da drinnen auch mitleiden, damit wir den Trost von Christus erleben und damit wir andere trösten können, die auch in diesem Leid stehen. Wir können, und ich habe das selber schon erlebt, wir können mit dieser tröstenden Gegenwart Gottes rechnen. Es ist so real, es ist unbeschreiblich. Es ist, kannst du nicht
mit Worten beschreiben, wenn du das erlebst, wie die tröstende Gegenwart Gottes dich im Leid aufrechterhält. Aber am Anfang ist erstmal Verwirrung und Chaos im Kopf und du verstehst Gott nicht. Das darf auch so sein. Das bringt eine Erschütterung des Gottesbildes. Und so war es vermutlich bei den Gläubigen in Ephesus. Wenn wir in der Apostelgeschichte 19 lesen, wie Paulus nach Ephesus kam, da war er der Mann Gottes, der enorme Zeichen und Wunder getan hat. Ihr müsst euch vorstellen, da hat man die Taschentücher aus seiner Tasche genommen, hat sie auf die Kranken gelegt und auf die Dämonisierten und die wurden gesund und die wurden befreit. So ein Mann Gottes. Und er tritt da auf mit Vollmacht und viele, viele Hunderte oder Tausende bekehren sich zu Christus. Und jetzt landet dieser Mann im Gefängnis. Die waren durcheinander. Das kann doch nicht sein. Der große Mann Gottes wird so ineffektiv, kann nicht mehr predigen, kann nicht mehr Gemeinde gründen, landet im Gefängnis. Und Paulus greift es deswegen auf und sagt, lasst euch nicht entmutigen durch meine Leiden, denn sie werden uns zum Guten wirken. An die Philipper schreibt er übrigens das Gleiche. Deine Vorstellung von Gott ist vielleicht auch so. Gott ist gut und weil Gott gut ist, wird mir auch nur Gutes, in Klammern, kein Leid, Klammer zu, widerfahren. Der erste Satz stimmt, Gott ist gut, aber der zweite Satz stimmt nicht. Wir werden durch Leid hindurchgehen müssen. Aber die Güte Gottes ist gerade im Leid erfahrbar. Wenn du heute in dieser Zeit konsequent deine hundertprozentige Liebe zu Jesus und dem Wort Gottes bekennst, dann wirst du von Leuten auch abgelehnt werden, abgewatscht, bedroht werden. Jeder von uns hat es vermutlich in irgendeiner Form schon erlebt. Und unsere postchristliche Gesellschaft, die mal früher christlich war, jetzt schon lange nicht mehr ist, die will eine entschiedene Christusnachfolge nicht mehr akzeptieren. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Das ist schon krass. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Toleranz und Akzeptanz ganz groß geschrieben wird. Und trotzdem erleben wir Hass, verbale Gewalt, Diffamierung von Diensten und so weiter. Da wird es wieder deutlich. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und deswegen ist auch unsere Reaktion eine andere. Wir kämpfen nicht mit den gleichen Waffen. Wisst ihr, was unsere größte Waffe ist? Ist Liebe, ist Liebe, ist Liebe. Dazu befähigt uns Christus, dass wir unsere Feinde lieben können. Wenn du angespuckt wirst, wenn du geschlagen wirst, in Liebe zu reagieren. Leider sind wir Christen nicht immer das Beste. Beispiel dafür, muss man leider sagen, es gibt auch in den sozialen Medien auch verbale Schlachtfelder oder mit geschriebenen Schlachtfelder. Aber das ist unsere Gesinnung, die wir brauchen, damit wir hier einen Unterschied machen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Gegenwind stärker werden wird. Aber lasst euch durch diese Widerstände nicht entmutigen, sondern wir beten mit dem Gebet, was wir dann am Ende des Kapitels sehen, dass wir gestärkt werden durch den Geist am inneren Menschen. Wir brauchen diese Stärkung. Jeden Tag. Wir kommen dann gleich nochmal dazu. Aber wir brauchen noch etwas anderes und das will ich hier noch auch kurz erwähnen. Das prophetische Wort ist so wichtig. Das prophetische Wort, wo Gott uns gebraucht, um andere Menschen, die in Zeiten des Leids sind, zu stärken, aufzubauen, aufzurichten. Ich habe das jetzt so recht eindrücklich vor ein paar Wochen erlebt, auf einem Einsatz, den wir als Gemeinde in Mexiko gemacht haben. Und da wurden wir als Team eingeladen in eine Dorfkirche, Dorfgemeinde irgendwo in den Bergen Mexikos zu gehen. Dieser Pastor hat uns eingeladen und wir verbrachten dort einen herrlichen Samstag in wunderschöner Landschaft, übernachteten auf dem harten Kirchenboden, der war härter wie der hier. Und am nächsten Tag haben wir Gottesdienst gefeiert. Das ganze Dorf oder einige aus dem Dorf kamen zusammen, Pastor war da und so weiter. Und während wir so in der Anbetung, latino-mexikanische Anbetung waren, betete ich und plötzlich empfinde ich, als ich so aus dem Fenster schaue, dass Gott mir ein prophetisches Wort für diesen Pastor Antonio gibt.
Und bevor ich gepredigt habe, ich war mit Predigen dran, habe ich dieses Wort geteilt. Und dann in etwa war das so, ich habe gesagt, ich sehe dieses Tal. Und man konnte so richtig runterschauen in das Tal mit den Dörfern. Und da sehe ich große Finsternis. Aber ich sehe, wie Lichter überall angehen in den Dörfern. Und ich habe gesehen, wie dieser Antonio das Evangelium verkündigt und Gemeinden gründet und dass das Tal am Schluss erfüllt war mit dem Licht Gottes. Vorher Dunkelheit und dann mit dem Licht. Und wenn ich das so weitergebe, fängt er an zu weinen. Aber dachte mir, okay, das ist vielleicht auch Latino-Style. Und habe dann gepredigt und dann am Ende, als wir dann zusammen Mittag gegessen haben, sagt mein Übersetzer, du musst unbedingt zu dem Antonio gehen, der muss dir seine Geschichte erzählen. Und dann erzählt er mir die Geschichte, dass er vor einigen Jahren tatsächlich genau das gemacht hat. Er ist runter in die Dörfer und hat das Evangelium von Jesus Christus verkündet mit dem Ziel, Gemeinden zu gründen. Und er ging auch von Haus zu Haus und die Leute haben ihm die Tür aufgemacht und eine Haustür hat ihm kein nettes Gesicht angestrahlt, sondern eine Pistole. Er hat gesagt, wenn du hier nicht abhaust, knall ich dich ab. Und wenn man ein bisschen was über Mexiko weiß, dann weiß man, dass das sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Und dann ist er ins nächste Dorf und hat dort auf dem Marktplatz eine Evangelisation gemacht. Und dann ist jemand mit der Machete, wenn er predigt, auf ihn zugerannt. Gezückte Machete rennt auf ihn zu und er sagt nur, en el nombre de Jesus, im Namen Jesu Christi. Und der Mann friert ein, fällt zu Boden und ich habe das richtig gefeiert, als sie mir das erzählt hat. Ich dachte, super stark und so. Und dann weint er und sagt, aber weißt du, das war ein starkes Erlebnis. Aber ich habe so Angst bekommen und ich habe aufgehört. Das war 5, 6 Jahre her, ich weiß nicht mehr genau. Und ich bin nicht mehr da runtergegangen, weil ich so Angst hatte. Aber dein Wort, dieses prophetische Wort heute, hat mich so ermutigt. Und ich werde den Dienst wieder aufnehmen. Und es hat mich so berührt. So habe wieder gesehen, ja, das prophetische Wort stärkt, ermutigt, gerade in solchen Zeiten. Deswegen lasst uns ausstrecken danach, dass wir wirklich prophetisch hören füreinander, für Menschen, die wir gar nicht so gut kennen. Ein prophetisches Wort kann einen riesen Unterschied machen, tatsächlich. Okay, jetzt kommen wir noch zum Ende von dem Kapitel 3 und schauen uns dieses Gebet an, wo der schon am Anfang in dem ersten Vers vom dritten Kapitel schon eigentlich einsteigen will, der Paulus, und dann wird er noch abgelenkt und spricht nochmal, schreibt nochmal über dieses Geheimnis und diese große Offenbarung. Aber dann im Vers 14 lesen wir, deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen, die von Gott geheiligt sind, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe und zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Halleluja, das ist so berührend, so bewegend. Und wir leben in einer Zeit, die, glaube ich, in vielem der Zeit damals in Ephesus ähnlich ist. Wir erleben auch immer wieder die Herrlichkeit Gottes. Wahrscheinlich könnten wir jetzt einige Stories hören von Menschen, wie du die Herrlichkeit Gottes erlebt hast. Das Wirken des Heiligen Geistes, übernatürliche Wunder und Zeichen. Evangelium wurde angenommen von Menschen, sie haben sich bekehrt und du feierst das. Die Wunder, die passieren und vor allem auch die jungen Gläubigen, die dann ihre ersten Schritte machen und erleben, wie Gott ihre Gebete erhört, die so verliebt sind in Christus, richtig stark. Sie entdecken diese neue Identität, von der du letzte Woche gesprochen hast, und sie machen so starke Erfahrungen mit dem Herrn. Das ist die eine Seite,
die Herrlichkeit, die Wirkungen des Geistes. Auf der anderen Seite erleben wir auch so viele Menschen, die sich vom Glauben abwenden. Auch ältere Menschen, jüngere Menschen. Und gerade so in Zeiten der Krise merken sie, dass ihr bisheriger Glaube und ihr Gottesbild nicht mehr tragfähig ist. Und sie dekonstruieren immer mehr, bis nicht mehr viel übrig bleibt. Und wisst ihr, gerade in den Stürmen des Lebens, gerade in den Krisen wird deutlich, dass etliche Jesus-Nachfolger diese innere Kraft eben nicht haben und nicht diese geistlichen tiefen Wurzeln haben, kein Fundament haben. Die werden nicht unbedingt Atheisten, aber sie verlieren ihr Gottvertrauen. Sie verlieren ihre Liebe und ihre Leidenschaft. Und ich kenne auch leider etliche, wo das so ist. Übrigens war das auch bei den Ephesern der Fall. Deswegen musste Jesus auch mal einen Brief schreiben. Wir lesen es in der Offenbarung, Kapitel 2. Und er schreibt an diese Gemeinde, sagt, eins habe ich gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Die haben das auch verloren. Und deswegen ist es so wichtig, dieser Vers im Kapitel 3, Vers 16, dass wir das beherzigen. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Du kannst dich im Leiden auch aufreiben, du kannst entmutigt werden, du kannst müde werden und deswegen brauchen wir diese innere Stärkung. Heute sagt man auch Resilienz dazu, ja, so eine innere Widerstandskraft. Und der Heilige Geist stärkt dich nicht nur ein bisschen, sondern nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wir können diese Kraft empfangen, diese grenzenlose Kraft. Wir dürfen mit mehr rechnen als nur ein bisschen Kraft. Wisst ihr, dass so wichtig ist, dass wir lernen zu empfangen? Wir beten oft, Herr, schenk mir Kraft, schenk mir Gnade, schenk mir dies, schenk mir jenes. Aber wir müssen lernen zu empfangen. Das ist so, wie wenn ich jemanden sage, hey Gabriel, kannst du mir ein Glas Wasser geben? Und dann gehe ich schon weiter zum Nächsten. Ich muss stehen bleiben, innehalten und es empfangen. Und ich glaube, wir müssen es regelrecht lernen. Einfach mal innehalten, sagen, hey, ich empfange jetzt deine Kraft. Mir war das wichtig, heute Morgen, ja, mir geht es körperlich nicht so gut, dass ich einfach seine Kraft empfange, einfach mich ausstrecke, lass mich füllen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das brauchen wir tatsächlich täglich. Er will das tatsächlich tun, aber er braucht auch den Raum dafür. Der Heilige Geist wohnt in dir, das ist ja auch eine Riesenoffenbarung, ein Riesengeheimnis. Dieser große Gott wohnt in dir, wenn du Christus kennst, wenn du Christus nachfolgst. Er wohnt in deinem Herzen. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und er will dort Raum haben. Aber deswegen ist es so wichtig auch zu bedenken, dieser Raum geschieht nicht automatisch. Paulus schreibt mal an die Thessalonicher, sagt, betrübt den Heiligen Geist nicht. Oder im Epheser, nicht im Thessalonicher. Epheser 4, kommen wir auch noch dazu. Epheser 4, 30, glaube ich. Betrübt den Heiligen Geist nicht, mit dem ihr versiegelt worden seid. Wir können den Geist betrüben. Durch Sünde, indem wir ihm keine Aufmerksamkeit schenken und durch andere Dinge, ja, Lieblosigkeit, unbereinigte Konflikte und so weiter. Aber wenn er den Raum bekommt, dann erleben wir auch, wie seine Kraft sich entfaltet, wie wir immer mehr in diese Fülle hineinkommen. Die Verwurzelung in der Liebe Gottes, so betet Paulus weiter, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid. Der Paulus verwendet dieses Bild von einem Baum, dessen Wurzeln tief in den Boden reichen, der fest verankert steht. So viele Christen haben leider keine tiefen Wurzeln. Sie wissen viel. Sie haben so viele Predigten gehört, so viele Bücher gelesen. Sie kennen auch die Bibel, aber das heißt nicht, dass du deswegen automatisch tiefe Wurzeln hast. Wissen bringt es nicht, sondern du brauchst eine Erfahrung mit der Liebe Gottes. Ein Bewusstsein, wie sehr der Vater, der Heilige Geist, wie sehr Jesus dich liebt. Gerade jetzt, wenn dich der Papa im Himmel anschaut, schaut er dich an mit Augen der Liebe,
des Wohlgefallens, bedingungslos. Wirklich, es ist so. Es sieht dich an. Und wenn du dich selber anschaust, dann siehst du all die Defizite, die sieht der Papa auch. Aber er liebt dich trotzdem so leidenschaftlich, so bedingungslos. Mit einer Liebe, die man nicht mit Worten beschreiben kann. Aber wir können immer mehr in diese Liebe eintauchen. Wir können es immer mehr erleben. Und wisst ihr tatsächlich, dass diese geistlichen Übungen, mit denen ihr euch auch beschäftigt, diese Praktiken, dass die uns helfen können, da immer mehr Wurzeln zu schlagen. Fasten, Stille, Einsamkeit, Sabbat halten. All diese Dinge helfen uns, damit wir Freiraum haben, dass die Liebe Gottes in uns Wurzeln schlagen kann. Manchmal ist es so, dass wir einfach nur da sitzen und einfach empfangen, seine Liebe empfangen. Wisst ihr, dass die geistlichen Übungen keine Aktion ist, sondern es ist eine Reaktion auf die Liebe des Vaters. Und wir öffnen uns einfach dafür. Wir genießen seine Liebe. Und Paulus hört so auf, dass er sagt, dem aber, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir bitten oder erdenken. Und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Paulus erinnert uns nochmal an das Wesen Gottes. Gott kann so viel, viel mehr tun, als wir erdenken oder auch als wir erbitten können. Der lässt sich nicht mal durch unsere eigenartigen Gebete aufhalten, sondern was wichtig ist, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben. An Gott, wir vertrauen dir, dass du viel mehr machen kannst, als wir uns vorstellen können. Hey, Gott ist doch nicht begrenzt, wie wir oft denken. Er sprengt alle unsere Grenzen. Es gibt noch so viel zu entdecken und ich hoffe und bete, das ist mein Wunsch am Schluss, mein Gebet für euch, für uns alle, für mich auch, dass wir immer mehr Hunger bekommen. Diese Tiefe, diese Weite, die Länge, die Höhe der Liebe Gottes zu erfassen. Nicht im Kopf zu wissen, sondern zu erleben, zu erfassen und seine unendliche Kraft zu erleben. Da ist so viel Luft nach oben. Hey, wir dürfen da mehr erwarten. Lass uns nicht mit dem zufrieden geben, was wir gerade haben, sondern Gott will uns einen Hunger wecken nach dem, was möglich ist. Eine Vision geben, eine Schau geben, was in dieser Stadt möglich ist, was in unserem Land möglich ist, was in unserer Region möglich ist, in dieser Welt. Gott kann viel mehr tun. Halleluja. Lass uns bitten, Herr. Herr, wir beugen unsere Knie vor dir. Vor dem Vater, der uns so sehr liebt, bedingungslos, so tief. Und ich bete für meine lieben Geschwister hier, dass gerade die, die schon lange nicht mehr oder noch nie diese Liebe des Vaters erlebt haben, dass du sie berührst. Gerade jetzt und in den Tagen, die kommen. Dass sie die Liebe von dir neu erleben, frisch erleben. Dass sie nur staunen können. Und ich bitte auch für die, die gerade kraftlos und müde sind, dass sie erleben, wie du sie mit Kraft erfüllst. Dass die Kraft des Geistes auf sie kommt. Dass sie gestärkt werden, ermutigt werden, aufstehen, innerlich aufstehen. In einem übernatürlichen Gehen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich sehe das vor meinem inneren Auge gerade, wie so Menschen, die so auf der Couch liegen, so müde, abgeschlagen, irgendwie ein bisschen entmutigt, wie der Geist auf sie kommt und sie fangen an, zu leben. Das Leben kehrt zurück. Die Freude kehrt zurück. Der Frieden kehrt zurück. Kraft kehrt zurück. Und du stehst auf mit einer Leidenschaft, die du gar nicht von dir produzieren kannst, sondern die vom Geist Gottes geweckt ist. Und du bist neu verliebt in diesen Jesus. Und für die, die das betrifft, für die bete ich, Herr, dass sie das erleben.
dass sie in den nächsten Wochen ihr Herz öffnen können, einfach Zeit haben, Raum haben und du in deiner Gnade sie berührst. In dem Namen Jesu. Danke dafür. Amen. Amen.